Und das sehen Sie schon, das sind richtig geniale Nisei. Ein bisschen Tradition im Modern Koi Block. Boah, Ginrin no Sanke wa, sugoi. Der Panda muss nachher an dem morschen Bambus erstmal da hochklettern, damit er ans Futter kommt. Schauen Sie sich das an. Hey! Boah, geiler Goromo. Also es fehlt maximal einer. Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute vom Naturteich Hongou. Traditionell, also seit ich hier dabei bin, wird Hongou eigentlich immer als erstes abgefischt. So wirklich kann mir das keiner sagen, warum das so ist. Also einen triftigen Grund hat es nicht. Das ist Tradition. Ich glaube, ein-, zweimal war es nicht der Fall, aber mittlerweile oder schon seit Jahren wieder jedes Jahr. Wir sind mit die besten Dreijährigen. Nur in diesem Jahr haben wir sehr, sehr, sehr viel mehr dreijährige Koi als in den Jahren davor. Und das hat einen einfachen Grund. Die Zucht letztes Jahr war herausragend. So, und wenn die Zucht herausragend ist, dann will man natürlich nicht alle Goldstücke irgendwie, weil man Platzmangel hat, günstig verkaufen, sondern man hat dann umgeswitcht gemacht, getan und hat manche Teiche, die man seither, zum Beispiel Kirita, die man zur Aufzucht von ein- nach zweijährig verwendet hat, hat man jetzt zwei- nach dreijährig und hat die ein- nach zweijährigen ins Glashaus verbannt. Dort haben wir sie auch schon fotografiert. Wir haben jetzt 10 Tage fotografiert, haben zwischen 700 und 800 Koi fotografiert und wer schon mal Koi fotografiert hat, weiß, wie anstrengend das ist. Wir sind etwas verspätet hier, weil heute Morgen und das kurze Video, was ich dazu gedreht habe, so ein bisschen japanische Kultur, dies, das, ist ja auch immer mal interessant, haben wir jetzt am Ende dieses Videos eingefügt und zwar wurde im Bereich, im Bezirk Ushiroyama, das ist da, wo die Farm in Hiroshima ist, da wird heute ein Fest gefeiert, da mussten zwei Fahnenmasten mit Fahnen gehisst werden und da waren die Jungs von Konishi noch kurz beschäftigt, das ist ganz witzig, was da passiert ist und ja, und da muss ich sagen, freuen wir uns jetzt auf die erste Ikeage dieses Jahr, ich konnte es kaum erwarten, bin heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, oh wie geil, nicht einfach jetzt Stier ins Glashaus gehen, sondern wir gehen jetzt an Naturteich und die Überraschung ist natürlich immer riesig und vor allem wird sie noch größer, wenn man dann am Naturteich mal sieht, was eigentlich heute abgefischt wird. Es sind früher bis zu 45 Koi eingesetzt worden. Dieses Jahr sind es nur 30, 33 vielmehr. Und da sehen Sie schon, das sind richtig geniale Nisei. Da können Sie sich jetzt schon mal Ihren Favoriten aussuchen. Keiner kann jetzt sagen, welches sich da am besten entwickelt haben wird. Das steht in den Sternen. Wir haben hier zum Beispiel, haben Sie gerade gesagt, zwei Goromo. Er hier ist als Kanoko reingegangen. Der hat Nibani entwickelt. Der nebendran hat extrem viel Nibani entwickelt. Diese Art von Nibani kann aber auch wieder verschwinden. Das werden wir jetzt gleich sehen. So, an Hintergrundgeräusche müssen wir uns gewöhnen. Da unten steht der Kompressor. Wir brauchen hier natürlich Strom. Zum Beispiel, um ein Kinderplanschbecken aufzublasen, wo nachher die Koi reingesetzt werden. Hier unten aber noch nichts zu sehen, ist der Naturteich Hongou. Ano Hongou, Hongou wa nanenmae kara tsukaimasu? Gefragt, wie lange Hongou schon verwendet wird. Also die wissen selber nicht, die haben mich jetzt gefragt, ob er schon da war, als ich das erste Mal hier bei Konishi mit dabei war. Ach, dann jetzt erzähle ich eine geile Story, die mit Kojima. Er ist ja gerade wieder an einem Gebläse. Haben wir auf der Farm gegrillt, ja, so. Und da müssen Sie sich einfach einen U-Stein vorstellen, so 70 cm lang und so 20 breit. Und also 20 cm in der Mitte oder 25 breit und da war die Kohle drin. Dann habe ich Hunger gehabt und wir wollten schneller grillen. Dann habe ich gesagt, habt ihr einen Föhn? Dann hat Makoto mir einen Föhn gegeben, der war natürlich viel zu schwach. Und dann habe ich ihn gefragt, ob wir was Stärkeres haben. Plötzlich kommt er mit einem, ich mache jetzt keinen Scheiß, mit einem Laubbläser ins Eck. Ja? Also so ein richtig großes Ding, wo in Städten oder in größeren Privatgärten das Laub weggeblasen wird. Und ich habe gleich gedacht, Alter, das geht jetzt nicht gut. Habe mich dann verkrümelt. Sanji Sanen Maikara. Ano Nishikoi no Kasuto Onaji. Also vor 33 Jahren, so viele wie wir Koi, für jeden Koi haben wir ein Jahr.
Ja, und dann denke ich, Menschen lernen ja bekanntlich nur durch Schmerz, bin dann auf die Seite gegangen, weil ich wusste, jetzt fliegen gleich hier die glühenden Kohlen ums Eck und die Japaner sind nicht so die Grillnation, wie wir das sind. Das ist schon mal allein, wie nahe die Häuser aufeinander gebaut sind. Makoto hat gesagt, ja, da beschweren sich dann die Nachbarn, wenn einer grillt, grillen fünf andere mit und dann sind es auch alles Holzhäuser. In Japan ist das mit Feuer auch alles nicht ganz so witzig. Wenn ein Haus brennt, brennen, glaube ich, gleichzeitig fünf. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann hat er also das Ding eingeschalten. Der Effekt kam auch gleich. Die glühenden Böbel, die sind da wirklich horizontal quer geflogen. Und dann habe ich nur gelacht und habe gesagt, Junge, ein Furz und ein Taifun sind physikalisch gesehen das Gleiche, nur von anderer Intensität. Und mit einem Laubbläser und Grill anzumachen, das ist schon eine richtig crazy Idee. So, jetzt haben wir hier unten Hongou und sind gespannt, bis es in wenigen Minuten losgeht. Kashida, Kyo? あの写真から。昭和かな。昭和。 Also er freut sich am meisten auf die Showa. Ohayo gozaimasu. Ostasan hat mich gerade im T-Shirt gesehen. Ich wusste schon heute Morgen, als ich aus dem Hotel raus bin, das war keine gute Idee. War dann aber zu faul, um mal hochzugehen. Wir sind hier im Hinterland und liegen etwas höher. Da ist es nicht so warm wie in Hiroshima. Aber wir kriegen heute 28 Grad und dann ist alles wieder in Ordnung. Also seit dem letzten Videofile sind jetzt schon wieder ungefähr 15 Minuten vergangen. Kann mir mal einer hier Dopamin spritzen oder irgendwas, was mich geduldiger werden lässt? In Japan habe ich immer das Gefühl, das Wasser fließt langsamer als sonst wo auf der Erde. Aber irgendwie kann das ja auch nicht sein. Tanoshimi? Tanoshimi. Tanoshimi? Tanoshimi desu. Maru kara chū made? Ikutsu kurai tanoshimi? Jū desu. Jū desu? Also von 0 bis 10, freut er sich 10. Aki-chan wa? Watashi koko wa 9. 9? 10 also 9. Anata wa? Maru kara chū made? Itsu kurai tanoshimi? 10 desu. 10? Anata no hachime no ikeage, ne? Hai. Also seine erste Ikeage, er freut sich auch 10. Abikun? Ikutsu kurai? Brecht er nix. Hachi? Er freut sich nur 8. So, wir haben jetzt Anfang Februar und das Netz ist endlich im Wasser. Ohne Witz, als der liebe Gott Geduld verteilt hat, war ich gerade kacken oder habe sonst irgendeinen Scheiß gemacht. Aber jetzt geht's los. Und wir sind jetzt richtig gespannt. Akimoto hat gerade nochmal gesagt, er freut sich auf den Nibani Aigoromo. Die Sonderlinge, die Kawari Monos. Dide. Hi. Moin Moin Dide. Moin Moin Dide. Ach, ist das nicht herzig. Das ist ein geiler Typ. Das Netz ist zusammengezogen. Hi, Miste. いるのな、いい声も見た。うわ。ギンリンのサンキュー。すごい。うわ、ペチャペチャ。うわ。あなたの一番大好きな蕎麦。うん、パンパンだね。うわ、体いい。うん。カチカチ。あ、カチカチカチカチ。あ、そうそうそうそう。これも言ってる。あ、クロム。悪い。 あれはいいね。わあ、ガイロゴゴモ。銀鱗蝶。わあ。これもいいな。わあ。信じられない。見して。わあ。ギンリンの落ち葉。 今まで体はいい。あ、こっちこっち緊張は。あなたの緊張は起きます。わあ。あ、腰痛か。ダメ？うん、残念。琥珀。体いいなこいつ。うん。Da sind wir jetzt gespannt, was alles rauskommt. Akimoto setzt die ersten Koi um. 一番大好きな昭和ね。そうだね。信じられない。太鼓は素晴らしいね。だね。Die Höhe ist brutal von dem Koi. Hide, nano Koi. いいサンキだね. Das ist das, was sie immer sagen. Sanki braucht Katasumi, der Schwarze auf der Schulter. Hat er jetzt schön mit seinen Bizeps verdeckt. Hontoにヘタクソ. Oi. Boah,
白い釣り。あっちも、あっちも。おー、いいね。いいよ。でも、白い釣りもかっこいい。かっこいい。いいよ。めっちゃかっこいい。マジで？マジで？マジで？おー！体がすげーわ。うぅ、からし血入ってるね。入ってるやつか。多分入ってる方だと。Ja, also da ist ganz viel Karashi-Blut drin. Ich kann das riechen. Da hinten sieht man den ersten, der abgehauen ist. Nikita. Kuchaku. Wow, Mame gai. Wow, superrashi. Karada mo ii. Sugai o kore o. Hier schwimmen die ersten 5 jetzt 6. Ruppig, ne? Im klaren Wasser. Und ich glaube, die Erwartungen von den Jungs werden sich heute mehr als erfüllen. Schaut euch das an. Ginrin Karashi Kohaku, Kohaku, Budogoromo, Shiro Tsurimoi, Showa Moi. Ichiban war Showa, ne? Ichiban Showa, ne? Niban Ginrin no Kohaku. Sanban war Shiro Tsuri. Yonban war Ginrin no Sanke. Goban war Goromo. Rokuban war Kohaku. Watashi war Senmon. Also ich habe gerade die richtige Reihenfolge erraten und ich war super nervös. Bei Akimoto darf man keinen Fehler machen. Das ist nicht fehlerverzeihend. Nein, der ist ein absoluter Handwerker. Hi, Tsutsukete kudasai, arigato. Hier haben wir die nächsten 6. Ich muss wirklich sagen, der Show war jetzt schon mein Favorit heute. Also er findet auch den am geilsten. Ichiban, Niban wa Kohaku, Sanban wa Kuchaku. Kuchaku. Yonban wa... Ah, mutsukashii yo. Goshiki. Ginrin Kohaku. Goshiki, Ginrin Kohaku. Ano yatsu. Subarashii. Chotto matte. Shashin no toritai. Doshite waratte ru? Waratte nai desu. Gomenasai da yute. Gomenasai. Warum gelacht er? Das soll sich sofort entschuldigen. Kyousei gomenasai. Also 12 haben wir, dann fehlen nur noch 20. Ach, Ikeyaki ist einfach was Geiles. Demo Nibanhi gaoi, ne? Also Nibanhi hat es wirklich viele, aber welche, die ohne reingegangen sind. Sein Lieblingskind Showa, aber die Entwicklung war wohl nicht ganz das, Shiro Tsuri. Man muss da immer aufpassen, wenn man mal die absoluten Spitzentiere gesehen hat. Ich glaube, die waren jetzt am Anfang schon dabei. Dass das wirklich Gute dann plötzlich, oh, der ist geil. Dass das wirklich Gute dann nicht plötzlich unterdurchschnittlich erscheint. Da muss man eine gewisse Professionalität an den Tag legen. Ah, das war seine Kashi da. Dann hat er noch Kashi da, ne? Kochi. Yokatta, ne? Also das war sein Liebling. Der hat sich auch gut entwickelt. Oh, kakoi! Ohayo! Kame. Watashi no kyodai. Ototo desu ka? So. Genrin Kohaku. Da sind vielleicht einige abgehauen. Da hat wieder ein. Showa. Wow, Soremoi! Geiler Genrin Showa. Da bin ich auch auf die 4-Jährigen gespannt, die wir dieses Jahr haben werden, weil letztes Jahr die 3-Jährigen waren richtig brutal. Und die werden dieses Jahr. Kyonen no Ichiban i Sansai no Ginrin Showa. Kotoshi wa Amatsu ni haiteru, ne? Sumi ga taksan yatsu toka. Tabun Amatsu ni haiteru. Amatsu, ne? Also, die sind in Amatsu. Den ersten Überblick über das, was abgefischt wurde bislang. Und er sagt. Kakawa Subarashi, ne? Also das Ergebnis ist spitzenmäßig. Schauen sich den Kohaku an. All die Körper. Ich habe ihn gefragt im Vergleich zu letztem Jahr. Sagt er, letztes Jahr war auch super. Aber dieses Jahr ist genauso gut. Und das sieht man aber eigentlich auch selber. Das ist wirklich puh. Aber auch interessant, nicht jeder Top Tadegoi, der eingesetzt wurde im Frühjahr, hat jetzt nach dem Sommer immer noch den Status Top Tadegoi. Das sind immer noch tolle Koi. Aber die Züchter hier, die Jungs, die sind ja wirklich auf der Suche nach dem Besten der Besten. Vor allem auch
um die Blutlinien dann immer wieder weiter voranzutreiben, so wie der Kohaku. Ano Kohaku hat es dann nicht auch, ja, ne? Also das wird wahrscheinlich ein Elterntier werden in Zukunft. Und das schon alleine wegen dem Körper. Blutlinien zu entwickeln ist bei Koi, so wie bei vielen anderen Tieren auch, eine sehr langwierige Geschichte. Man braucht ja bei den Männchen immer mindestens 2 Jahre, eher noch länger, weil man ja auch sehen möchte, wie entwickeln sich die Tiere über die Jahre. Bei den Weibchen sind es in der Regel 5 Jahre, bis man sie züchten kann. Aber ich mache das jetzt so, keine Ahnung, 5, 28 Jahre. Und das, was sie in der Zeit hier erreicht haben, verbessert haben, das ist schon absoluter Wahnsinn. Manchmal, und das darf man auch nicht vergessen, ist die Zucht natürlich reiner Zufall. Man verpaart 2 Geschichten und vom ersten Tag an geht die Nummer völlig durch die Decke. Und bei anderen Blutlinien ist es wirklich mit viel Schweiß, Arbeit, Rückschlägen verbunden. Da verfolgt man einen Weg und braucht dann wirklich 10 Jahre oder mehr, bis man schlussendlich am Ziel ist. Oh, die Mui! Kakuina! Warate kudasai. Mako, warate. Ich habe gesagt, er soll so lachen, wie man lacht, wenn man einen tollen Fisch aus dem Naturteich gefangen hat. Immer mal den Ambiki. Nijion. Also 9 Stück fehlen noch. Makoto ist gerade erschrocken, als er das gehört hat. Jetzt können wir nur hoffen und beten, dass die noch irgendwo da unten sind. Ein Schuss ist abgehauen, das wissen wir. Aber das sind jetzt immer die Momente, die genau das vom Naturteich widerspiegeln, was wir immer sagen. Ich glaube jetzt nicht, dass da 8 Koi fehlen. Aber da wird man dann nervös. 3 Stück sind abgehauen, davon ist einer ein Schuss. Also fehlen maximal 2, aber schon 2 wäre eine absolute Katastrophe. Also die 2 schauen jetzt genau gleich ab, was gekommen ist und was nicht gekommen ist. Schauen sich das an. Sensationell. Donokoi ga mata inai? Shusui, Kinshowa? Showa to Chino Showa? Wow, Chimui! Der Showa fehlt auch noch, der links. Schau mal, die Kinderin Ochiba, die Bodies. Das ist der absolute Hammer. Karada wa subarashi. Chris-san, 1日に餌が何キロくらいあげました? 4 キロくらい。Also die 33 Koi haben 4 Kilo bekommen, also jeder 120 Gramm roundabout. Oh, schauen Sie den Showa an, Nina! Marco, what is the price of this Showa? Takai? Takai war, nee, da war nein. Also er sagt, der Showa ist teuer. I give you 500, my friend. 600? Boah. Benny Moyo hat Chisasugiru, ja? Ich sag gerade, ich rede jetzt gerade seinen besten Koi kaputt. Ich sag, die Rotzeichnung ist zu klein. Sansai Bi? Ergebnis haben wir keins. Suchen noch. Aber das hier ist ein absoluter Hammer. Mako, maru kara chuma de anno kekka wa ikutsu kurai? Ai saishu ni Akimoto ni kikitai. Kyu. Beide sind bei einer 9 und da machen die auch keine Späße. Watashi wa nana. Ich habe gesagt, ich bin bei einer 7 und dann sagen sie, ich bin sehr streng. So, da war Q. Und do. Wobei, sie kennen mich, ich bin eher bei einer 10. Wir haben noch Showa, Mada Ichiban, ne? Also, der Showa ist die Nummer 1. Senbu no Niban wa Kohaku, ne? Ha? Watashi wa Kohaku. Kohaku. 3番目 Showa. 4番目 Ginri no Kohaku. Tadashi? Tadashi. 本当?
Adonambiki. Ah, Sie haben auf jeden Fall ein Kind. Showa. Ah, der gute Showa. Showa Mitte. Misette. Der geile Showa ist da. Er hier. Jetzt muss sich auch noch gut entwickelt haben. Wir werden sehen. Also es fehlt maximal einer. Schussi ist noch abgehauen. Mata Nikita. Also ich kann mich hier nicht satt sehen. Superaschi, ne? Warte, komm, zeig uns mal dein fettestes Grinsen, ne? Kagui, ne? Sag, ich bin zu nah. Also die Jungs geben jetzt nochmal mit der gesamten Mannschaft alles. Ado Ipiki Nikita? Ado Nambiki Nikita? Also zwei Stück sind noch weg, Shusui und glaub noch ein Sanke. Mit sieben Mann ist man jetzt am Kämpfen. Der Neue hat jetzt auch mal einen Kescher in der Hand. Der ist jetzt erstmal nur zum Zuschauen eigentlich dabei, um zu lernen, wie das ganze Spiel hergeht. Er ist derzeit noch Arbeiter, aber entscheidet demnächst, ob er komplett bei Konishi anfängt. Und ich weiß noch, das war vor Sicherheit 15 Jahren. Da saß ich da hinten, da haben wir hinten hier im Eck, haben wir noch die Koi hochgetragen, also ohne Ostasan mit dem Autokran. Und dann saß ich da hinten auf meinem Kamerakoffer, das war übrigens schon der hier. Und dann habe ich die Bilder sortiert und plötzlich kriegt eine Riesenschlange an mir vorbei. Und zwar gerade jetzt, wenn es noch so warm ist, ist das alles nicht so lustig. Wir haben hier zwei, drei tödlich giftige Schlangen, allen voran die Mamushi. Irgend so ein Otter-Ding da. Und ja, und die ist aufgeschreckt, weil die hat sich hier erwärmt. Wenn es warm ist, werden die ja wieder wach. Ansonsten buddeln die sich irgendwie ein. Und dann ist es warm geworden und durch die Jungs ist die aufgeschreckt und dann ist die direkt an mir vorbeigekrochen. Also die beißen ja nicht, wenn man die nicht in Bedrängnis bringt. Die hat wahrscheinlich freundlich gegrüßt, aber mir hat es trotzdem gereicht. Nambiki Gainai. Epiki? Ha? Sanke? Kinshowa? Also ein Kinshowa fehlt. Aber wir hatten auch schon den Fall, weil Chrisan bleibt ja nachher hier und lässt den Teich voll ab. Und da hatten wir auch schon den Fall, dass plötzlich der Anruf kam, dass der letzte Koi auch noch gefunden wurde. Und jetzt schauen wir uns hochexklusiv den letzten Koi an. Ich bewege das ohne hinzufassen. Oh. Eine Landung par excellence. Schuss über Kakuina. Ikoi. Wow. Jesus Christ! This is a beautiful masterpiece of Japanese bred Nishikigoi. Dann haben wir noch einen Futsuna Showa. Karadamo Mama. Benimo Mama. Also das ist jetzt ein Showa, wo man sicherlich etwas mehr Erwartung hatte als das, was rauskam. Trotzdem. Ano Ichiban Saigo no Showa wa Sansai no B desu ka? Tabu, ne? Ha? Also. Also er hat jetzt erst gesagt, ja, wahrscheinlich ist es Sansai B, also die günstigere Klasse. Dann habe ich mich schon gefreut und dann hat er gesagt, aber fix war neides, das heißt so viel wie, es ist noch nicht sicher. Hi, omitetsu gozaimasu. Hontou ni subarashii kekana ne? Wir warten hier jetzt gerade seit einer Stunde. Hier ist heute irgendwie ein großes Fest. Diese Granitstele hat Makotos Großvater. Konishi Kakuichi heißt das, also von oben Konishi Kakuichi, 1967 gespendet. Und jetzt müssen wir warten, weil das hier Tradition ist und weil Konishi Koi Farm hier in Hiroshima, Ushiroyama, so heißt das Gebiet, ansässig ist, ist es so wie ein Dorffest, quasi wie der Maibaum in Deutschland. Und ich habe gerade gefragt, ob jetzt gleich ein Panda-Bär kommt, weil sie schon Panda-Futter gebracht haben und ob da eine giftige Schlange drin ist. Fanden sie nicht so witzig und haben gemeint, ich soll jetzt die Schnauze halten, weil das hier eine ernste Angelegenheit ist, klar. Bei uns sind gerade 33 Top-Koi im Naturteich und wir warten hier, bis eine Fahne gehisst wird.
So. Ach, es geht mal wieder wie immer nur ums Arbeiten. Ein bisschen Tradition im Modern Koi Block. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Echt nett hier. Hey! Nakete! Ich würde am überlegen, wie das zusammengebaut werden muss. Wie immer, was man nicht täglich macht, hat man nicht drauf. So. Da war doch Christian am Werk. Christian Shimashita, ne? Da wo Draht ist, ist Christian nicht weit. Ano, Harigane Attara, Christian war Chicago Nido. Das ist übrigens Reis. Ja, wer hätte es gedacht? Alter, das ist keine Prozession, hebt das Ding anständig. Ich bin mir sicher, das dauert hier noch eine Stunde. Hebiger heute hier, du? Eigentlich. Ich frag, ob eine Schlange drin ist. Jetzt kriegst du nicht mehr so eine Holzkiste auf. Hol mal das Bordwerkzeug. Ich zeig euch, wie das aufgeht. Und jetzt gibt's voll die Tradition hier. Ja. Oha. Was hast du noch? Omiyagi mo haite du? Ich hab gefragt, ob auch ein Geschenk für mich drin ist. Ja, die wussten gar nicht, dass ich dabei bin. Von daher. Ich muss das jetzt aber nicht anziehen, oder? Ach, das sind die Flaggen. Nein, Flaggen nicht auf dem Boden. Ah, das ist doch die Todsünde. Oh, mal was die Japaner nicht perfekt machen. Da steht drauf, zu der Yomitei. Da steht drauf. Also wenn ich es richtig lese, heißt es: Hallo Martin, schön, dass du dieses Jahr bei unserer Prozession dabei bist. Also, ist doch eine Überraschung. Ja, und wo ist der Rest vom Dorf? Irgendwie sind wir wieder die Einzigen, die was tun. Also haben Sie sich Ihren Fahnenmast haben Sie nicht bei Amazon bestellt. Das ist schon alles sehr rudimentär hier. Jetzt, wo die Arbeit fast getan ist, kommen Sie aus allen Löchern hier. Also man sieht es ja immer auf Bildern, dieses Zeug irgendwo rumsteht. Aber jetzt sehen wir mal, wie das zusammengebaut wird. Der Panda muss nachher an dem morschen Bambus erstmal da hochklettern, damit er ans Futter kommt. Warum hast du das jetzt fotografiert? Du hast die Scheiße nicht, Torimaska? Ha? Achso. Macht er jedes Jahr. Hat eine Bildgalerie. So, der große Moment ist da. Warum singen die jetzt nicht die Nationalhymne? Schauen Sie, die Sonne hier ist so schön warm, morgens um 8:30. Ta-ta-ta-ta. Alles eigentlich ganz einfach. Sieht doch hübsch aus. Das sind hier Bärenfallen, was hier rumliegen. Jetzt geht's ab nach Hongo. Tada!